Hallöchen, liebe Schöpfung, schöne Ostern und ich sag's gleich mal vorab, es kann dieses Jahr zu erheblichen Störungen beim geregelten Eierablauf kommen. Ich kann's jetzt auch nicht ändern, gell? Ich sag's, wie es ist, der Hase und der Jesus sind terminlich momentan nicht verfügbar. Die haben eine therapeutische Geschichte. So, ne? Das hatte sich seit längerem hochgeschaukelt, bis ich dann gesagt habe, also, jetzt aber mal, gell? Wir wollen gleich in medias res gehen. Jesus, was ist denn Ihre Assoziation zum Thema Ostern? Ganz frei raus, gibt keine falschen Antworten, wir werten nicht. Ja, also Ostern ist ja irgendwo schon so mein Ding, ne? Mit der Auferstehung und so, das ist schon irgendwo mein Signature-Move. Mhm. Ja, und dann kommt der Hase und muss überall im Mittelpunkt stehen. Dabei habe ich eine Message und er hat nur Eier. Tja, liegt vielleicht ein Stück weit an meiner Ausstrahlung. Tja, sag's nur mal. Ich spüre hier eine gewisse Dissonanz bei der gegenseitigen Wertschätzung der jeweils eingebrachten Leistung. Kann das sein? Ja, ich meine, so eine Auferstehung macht sich ja auch nicht von alleine. Wissen Sie, was da für ein Aufwand hintersteckt? Das ist jahrelanges Training. Und was kommt hinten raus? Ach, wie süß, der Hase. Mhm. Und wo sind die Eier? Gut, ja. Ich denke, Sie fühlen sich in gewisser Weise zurückgesetzt. Aber es ist wichtig, dass Sie auch verstehen, woher diese Gefühle kommen. Von den Eiern, ganz klar. Ja, also da muss ich jetzt aber auch mal was zu sagen. Ja, Philipp, selbstverständlich. Dazu sind wir ja hier. Als Hase ist das ja auch nicht leicht mit den Eiern. Das war für mich ja ein ganz neues Themengebiet, ja. Da musste ich mich auch erst mal einarbeiten. Oh, ich mal mal ein Ei an. Na, da muss man ja nicht groß was für können. Ich meine, wir reden hier von Eiern. Im Endeffekt sind es nur Eier, mein Gott. Tja, einer hat sie, der andere nicht. So, das ist genau diese Arroganz, ne? Aber fragen Sie ihn mal, ob er Wasser zu Wein... Ha, kann er nämlich nicht, ne? Da hört's doch schon auf. Ja, mein Gott, ich habe gar kein Interesse an Wein. Ich spüre hier auf beiden Seiten eine gewisse Ehrlichkeit und Durchlässigkeit. Das ist schon einmal sehr gut, ja. Aber ich denke, es wäre hilfreich, sich hier noch stärker in die Situation des anderen hineinzudenken. Jesus, mögen Sie ja mal anfangen? Also da wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich da... Denken Sie mal Richtung Hase. Einfach mal hineinversetzen. Ja. Nee. Kommt nichts. Aha. Oft können äußere Attribute hilfreich sein. Ich habe da mal was vorbereitet. Und wie fühlt sich das jetzt an? Wenn ich Ihnen noch ein paar Eier anreichen täte, könnten Sie sich vorstellen, die in ein paar Vorgärten zu verstecken? Sollen wir das einmal machen? Ja, nee. Also ich habe mir überlegt, es wäre vielleicht noch besser. Ich ziehe mein Wickeltuch wieder an, bleib bei der Auferstehung und wir lassen es einfach nochmal so laufen. Na. Aha. Ja, liebe Schöpfung, bei einer möglichen Eiermangellage greife ich immer gerne auf die flüssige Variante zurück. Ich trinke einen für Sie mit, gell? Dafür können Sie hier noch ein paar Videos schauen, auch schön. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Eierlikör und diesen Videos... Gut, dann würde ich den Eierlikör nehmen, aber wenn Sie jetzt keinen haben, also die Videos sind mindestens genauso gut. Also, Prösterchen und schöne Ostern!